Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Let's Play von mir. Zu Diablo 3 Reaper of Souls, dem ersten DLC von Diablo 3. Diesmal spielen wir allerdings nicht die Hauptstory, also nicht die Kampagne. Die haben wir bereits mit einem Zauberer absolviert. Jetzt widmen wir uns dem Abenteuermodus. Und zwar mit einem Dämonenjäger. Aber, liebe Freunde, ich spiele eine Frau. Es wird Zeit für Abwechslung. Und vor allem, weil mir der perfekte Name eingefallen ist. Ihr dürft diesmal, ja, ihr dürft diesmal wieder raten. Für die, die mich ein bisschen kennen, die wissen, welche Spiele ich mag. Und zur Not, ihr könnt googeln. Aber wenn ihr danach fragt, beantworte ich euch die Frage natürlich. Ich spiele eine Dämonjägerin mit dem Namen Fran oder Fran. Fran ist okay. Ja, die Klasse Dämonjäger ist logischerweise eine Fernkampfklasse. Das Primärattribut ist die Geschicklichkeit. Genauso wie beim Mönch. Ja, Distanzwaffen und Manipulation der Schatten machen diese Heldin zu einer raffinierten Dämonenbezwingerin. Die Dämonenjägerin verwendet eine Vielzahl von Fallen und Fluchtfertigkeiten, um den Griff ihrer Feinde zu entkommen. Die tödlichen Dämonenjäger bewegen sich wie Schatten über das Schlachtfeld, um ihre Gegner aus der Ferne zu bezwingen. Die Angriffe der Dämonenjägerin und ihre taktischen Fertigkeiten. Ich kann heute nicht lesen. Und ihre taktischen Fertigkeiten werden von Hass und Disziplin angetrieben. Hass regeneriert sich schnell, während Disziplin nur langsam steigt. Gut, das wär's zur Dämonenjägerin. Wir erstellen mal unseren Helden, oder? Warum steht hier jetzt eigentlich nicht Heldin? Was ist das denn für ein Demokratenspiel hier? Naja, egal. Oh. Nice High Heels. Gibt's die zu kaufen bei C&A? Ja, wir spielen natürlich nicht den ersten Akt. Wir werden bestimmt irgendwann nochmal die Story spielen. Oder also die Kampagne. Weil sie einfach gut ist. Ist Fakt. Ist so. Ist einfach Fakt. So, und ich mach's mir diesmal mal nicht ganz so einfach. Wir spielen den Abenteuermodus. Aktivieren Sie verschiedene Spielmodi, wie zum Beispiel Kopfgelder und Nephalem-Portale. Ach jo, die gibt's ja auch noch. Ach Gott. Ja, ja, also wer denkt, das ist jetzt hier eine kurze Sache? Nein. Das könnte sogar länger, nicht das könnte. Wenn man es aktiv und gerne spielt, dann kann das deutlich länger werden als die Kampagne. Also wer meint, das ist jetzt hier so hingeklatschte Scheiße? Das sowieso, das sind meine Let's Plays immer. Aber you know what I mean. Was ist das denn hier? Herausforderungsportale. Das Herausforderungsportal wird erst freigeschaltet, wenn Sie ein großes Nephalem-Portal abgeschlossen haben. Dazu kommen wir noch. Alles gut. Abenteuermodus. Erkunden Sie die Welt von Sanctuario. Treiben Sie Kopfgelder ein und schließen Sie Zufallsdungeons ab, um großartige Belohnungen zu erhalten. So, wir spielen natürlich privat. Das könnte man ja auch mal machen, ne? Mit random Leuten. Hätte ich auch mal Interesse dran. Bin ich ganz ehrlich. Vielleicht machen wir das mal. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt's mir in die Kommentare. So richtig schön 2015. Schreibt's mir in die Kommentare. So, wir spielen nicht auf normal, liebe Freunde. Wir spielen auf... Ach, hier ist schwer, ich dachte schon. Nein, wir spielen auch nicht auf Profi. Wir spielen auch nicht auf schwer. Wir spielen auf Meister. Ich will richtig aufs Maul kriegen. Ich will einfach mal eine Challenge. Und wenn ich's nicht schaffe, dann schaffe ich's nicht. Also, was heißt, dann schaffe ich's nicht? Dann muss ich halt mal die Arschbacken zusammenkneifen. Ja, und mich ransetzen, verdammt nochmal. Da muss ich mir eben mal eine Strategie überlegen und mal meine Ausrüstung wechseln. Dann ist das so. Ich will mal ein bisschen Spannung. So, speichern und schließen. Hä? Wir sind in Caldeum. Okay. Ja, ich habe lange nicht gespielt. Ich werde wahrscheinlich absolut raus sein. Kann ich den Chat hier eigentlich verbergen? Es ist, ja. Ich habe ein paar Einstellungen im Vorfeld getroffen, aber auch nicht viel. Abenteuer, Kopfgelder und Erkundung. Meister, privates Spiel. Jo, gib ihm. Sequenzen sind an, by the way. Ich bin gespannt, ob es welche gibt im Abenteuermodus. Ich glaube aber nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Hätte ich geil gefunden. Keine Frage. Ja, die Paragon-Stufe ignorieren wir mal, weil die sind weder mit dem Zauberer noch
ja, mit einem anderen Charakter aus einem Let's Play entstanden. Ach, wir kriegen direkt den Templer. Und den Schuft. Und die Verzauberin auch? Yo, die habe ich ja damals gespielt. Aber nicht ich habe die gespielt. Ich habe, weiß ich nicht, weil das ein tolles Duo war mit dem Zauberer. Aber man sollte eigentlich immer einen Wechsel nehmen, ne? Wenn man selbst einen Fernkämpfer spielt, oder eine Fernkämpferin, sollte man einen Nahkämpfer nehmen, also einen Templer in dem Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir den hier anheuern können. Macht Sinn, glaube ich, ne? Wir gucken mal, wir gucken mal. Ich will mich erstmal alleine schlagen. So, Orek hier, ich weiß nicht, Kadala, das sind alles bekannte Namen. Tyrael. Ich will mich eigentlich nicht mit... Ja, das ist schön. Ich habe nur leider kein Geld, oder? Ja, so viel dazu. Ja, das Geld ist halt accountgebunden. Das ist nicht charakterspezifisch. Das, man teilt sich alles, so wie die Beutetruhe. Hier ist aller mögliche Stuff drin. Ich habe ja auch noch einen privaten Mönch mal gespielt. Mit dem könnte ich mir übrigens vorstellen, nochmal die Kampagne durchzuspielen. Oder mit einem Barbar. Ja, ich will auf jeden Fall irgendwann alle Charakter durchhaben. Sei es stinknormales Let's Play, Kampagnenmodus, Abenteuermodus, Stream, whatever. Ist mir eh Wumpe. Ich will sie durchhaben. Alle Mann. Oder alle Frauen. Das ist mir egal. So, hier haben wir, wie hieß er? Kanais Würfel und Soltun Kul. Ja, ich erinnere mich. Du warst ein ganz schöner Verräter. Ja, I remember years ago. So, was gibt's zum Abenteuermodus zu sagen? Ja, das hier will ich nicht verteilen. Ich glaube, nein, das wäre zum einen zu einfach. Aber zum anderen, man fokussiert sich ja im Abenteuermodus darauf, ne? Weiß ich nicht. Nee, das muss nicht sein. Muss nicht sein. Das würde vieles wegnehmen. Ich will ja die Dämonenjägerklasse auch ganz normal kennenlernen. Wir stellen uns hier mal auf den Teleporter. Oder es ist ein Wegpunkt. So, dann haben wir jetzt hier unten rechts Kopfgelder im zweiten Akt. Belohnungen. 1740 Gold und 420 EP. Große horadische Truhe. In ihren Klostern horteten die Horadrim riesige Truhen voller Schätze. Genauso wie der Orden fielen auch seine Geheimnisse der Vergessenheit anheim. Was ist das denn für ein Wort? Verkaufswert. Ja, toll. Account gebunden. Guck mal. So, guck mal hier. Kopfgeld säubert die Ruinen. Das ist doch mal eine schöne erste Aufgabe. Dem widmen wir uns. Betretet die Ruinen. Tötet alle Gegner auf der zweiten Ebene der Ruinen. Ja, ich bin natürlich jetzt hier ein absoluter Kacknoob. Nicht, weil ich das Spiel jetzt hier zum ersten Mal spiele. Oh Gott. Sondern es ist, also zum einen ist es etwas länger her. Und zum anderen, wir sind halt Level 1, ne? Wer hätte es gedacht? Okay, die halten ein bisschen mehr aus. Das ist nicht gut. Oh Gott, oh, du Gossener. Diese Kreatur muss sterben. Ja, und ich hab, glaube ich. Ja. Ja. Das ist definitiv. Ja, das ist. Ja. Warum war das denn bei meinem Testcharakter nicht so? Da habe ich nicht so aufs Maul bekommen. Ach ja, 5. Ich hab's umbelegt. Ja, das brauche ich gar nicht probieren hier. Scheiße. Ich glaube... Okay, Moment. Scheiße. Ich glaube, die Schwierigkeit ist... Ja. Ich hatte mal einen Testcharakter erstellt. Auch einen Dämonenjäger. Da lief das nicht so. Da habe ich aber auch die Paragon-Level verteilt, testweise. Okay, die machen anscheinend einiges aus. Ja, Fail! Das ist... Ja. Wenn ich jetzt hier die Schwierigkeit reduziere... Hier klickt, um die Schwierigkeit auf Profi zu reduzieren. Kann ich auch auf schwer? Ich probiere das mal. So. Ja, das klappt schon besser. Okay, ja, sorry, mein Fehler. Toller Fail zum Anfang des Let's Plays. Guck mal, hier neues Wissen. Es scheint, dass die Gefallenen in der Tat Kreaturen dämonischer Abstammung sind. Die alte Erzählung der Horadrim behauptet, sie waren einst mächtige Diener des mythischen Asmodan.
Sie halfen ihm angeblich in seinem Kampf gegen die großen Übel. Und Diablo bestrafte sie später, indem er sie in die kleine, jämmerliche Form verwandelte, die sie jetzt haben. Ich lass die zwischendurch wieder... Aua! Ich lass die mal zwischendurch wieder quatschen, ne? Aua. Nee, geh mal, mach mal Abstand hier. Corona und so. Mensch, soll schießen? Oh, oh. Ja, komm! Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, eh. Ach, guck mal hier, der legt automatisch Rüstung an. Das ist, das habe ich so eingestellt. Das ist okay. Damit es ein bisschen schneller geht hier, ne? Magische Brustschutz. Regeneriert 4 Leben pro Sekunde. Das ist schon mal viel wert. So. Was haben wir denn hier? Sekundär. Aufspießen. Hat er auch automatisch ausgewählt, ne? Runen werden ab Stufe 6 freigeschaltet. Okay. Primär. Hungriger Pfeil. Erzeugt 4 Hass. Mhm. Feuert einen durchschlagenen Pfeil ab, der sich weiterer Gegner sucht. Mhm. Benötigt Bogen oder Armbrust. Okay. Ja, nee, es ist, wir haben ja nicht viel Auswahl, ne? Was haben wir denn hier? Kommandoposten. Geil! Ja, ist nicht viel, aber... Mein Gott. Wir spielen ja auch nur auf schwer. Ja, also wir spielen auf Meister. Weil ich einfach ein Idiot bin. Oh, guck mal, wenn man im Abenteuermodus hier ist, dann ist hier gar keiner gefangen. Interessant. Also ich freue mich natürlich für die, die nicht gefangen sind. Also, die jetzt hier in Freiheit leben können. Ich weiß gar nicht, spielt der Abenteuermodus nach der Kampagne? Oder ist das hier, weiß ich nicht, ist der Held der Diablo 3 Geschichte hier gerade erst durchgeschnetzelt? Weiß man ja gar nicht, ne? Würde mich mal interessieren. Die stechenden Winde. Es ist jetzt am Anfang noch, ich weiß, es ist jetzt am Anfang noch relativ, ja, mühsam. Und, oh Gott, die Kultisten, die Kultisten! Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Und ich fürchte, ihre abergläubische Gewaltbereitschaft wird das ganze Gebiet ins Unheil stürzen. Als ich sie belauscht habe, erfuhr ich wenig. Außer, dass sie in ihren Gesängen immer wieder das Wort Magda wiederholen. Nun begebe ich mich nach Hause in Sicherheit, wo ich diese Sorgen vergessen kann. Oh, schon wieder neues Wissen. Der Dünenhai ist ein schwer fassbares Wesen, das zu unglaublicher Brutalität fähig ist. Er lauert unter den Sanden und taucht auf, um seine Beute mit dem Kiefer zu packen. Zerfleischt ihren Körper, bis nur noch blutige Fetzen übrig bleiben. Ich habe einen Dünenhai einst in Fleisch und Blut gesehen und es ist mir nicht gut bekommen. Wir sind Stufe 3. Sehr gut, freut mich. Wir hören uns das an, ne? Hier, neues Wissen und so. Die Lakuni oder Panthermenschen, wie sie manchmal genannt werden, bewohnen die Wüsten östlich von Chaldeum seit Tausenden von Jahren. Hilfe! Die größeren Männchen sind die Anführer und Beschützer der Stämme, während die schnellen Weibchen hervorragende Jägerinnen sind. Meist sind sie primitiv und zurückgezogen. Sie greifen jedoch an, wenn sie in die Enge gedrängt werden oder hungrig sind. Lakuni. Kommt mir bekannt vor. Aua, jetzt. Alter, war das eine Stinkbombe? Okay. Ja, ich weiß, wir sind ein Level aufgestiegen. Moment. Puh. Wie war das denn nochmal? S, ne? Ich weiß auch nicht. S, wofür S? Könnte mir das hier merken mit Sekundären. Was haben wir hier eigentlich? Verteidigung, Jagd, Gerätschaften, Bogenschießen. Ah, hier, und das sind die passiven Fähigkeiten, genau. Was haben wir denn hier? Einfangender Schuss. Erfüllt einen Pfeil mit Schattenenergie, sodass er bis zu 2 Gegner verlangsamt. Benötigt Bogen oder Armbrust. Nehmen wir. Passt. Was haben wir hier? Die Ruinen. Okay, da müssen wir also hin. Ich könnte mich jetzt hier umschauen, aber ganz ehrlich, wer das sehen will, der schaut sich das Kampagnen-Let's Play an. Das ist wirklich nicht Sinn der Sache im Abenteuermodus. Ist so. Ich weiß, normaler... Was ist mit ihm los?
Spinni. Oh nein. Ah. Ich hasse Spinnen. Egal welche Größe. Okay, ich muss das hier erst. Okay. Ja. Aber nice Angriff. Sind die Ketten von uns? Ich glaube, ne? Die Wüsten Kejistans sind majestätisch, ausgedehnt und voller stechender Insektenschwärme. Sie erscheinen vielleicht wie kleine Ärgernisse, doch diese Plagegeister verbreiten zahlreiche Seuchen. Eins davon war einst in meinem Stiefel gefangen und mein Fuß schwoll auf die Größe einer Melone an, bevor die Infektion abklang. Was für furchtbare Kreaturen. Stechende Schwärme. Die will ich nicht in meiner Hose haben. Warte mal. Hä? Laut Karte sollen wir... Okay, da geht's aber nicht weiter. Ich versuche irgendwie mit der Dämonenjägerin ein bisschen Abstand zu halten, ne? Diese schlangenartigen Dämonen sind Belials bevorzugte Diener. Und er hat ihnen ein paar seiner Fähigkeiten in Bezug auf Scharfsinn und Illusionen gewährt. Täuscher tarnen sich mit der vertrauten Form der Begleiter und Freunde des Feindes und warten darauf, in einem günstigen Moment zuzuschlagen. Erst dann wird ihre wahre Form offenbart. Wir haben jetzt nur leider keinen Begleiter bei uns. Ist das schlimm? Ich weiß auch gar nicht, ob ich einen will. Also es macht schon Sinn, so ist es nicht, aber... Weiß ich nicht. Mal gucken. Kann ich den von... Abstand halten. Boah, das verbraucht ganz schön viel Hass, ne? Werft ein Messer, der Gegner aufspießt. Hm, okay. Ja, ist okay. So, Gold nehmen wir mit. Ah, der Angriff ist... Doch. Der Angriff ist aber auch dementsprechend stark. Also, es hält sich in Grenzen. Ich meine, wir sind Level 3. Ja, also, ne. Ganz in Ruhe hier mit den jungen Pferden. Das wird interessant. Was denn? Ach so, weil die gelb sind. Uiuiui. Okay, wir machen mal ihn hier. Ja, so viel zum Thema Abstand halten, ne? Mein Hass ist nicht ausreichend. Ja, meine auch nicht. Oh. Okay. Abstand halten ist angesagt. Obwohl, noch mehr Gegner auf mich ziehen. Scheiße. Okay. Hier habe ich mir vielleicht eine Challenge ausgesucht, die nicht so schlau war, wie man vielleicht denkt. Dafür kriegen wir jetzt gleich ordentlich EP. Da könnt ihr aber gucken. Alter. Halt mich! Ja, tu ich. Ich will hier weg. Hallo. Ich kann nicht. Ich bin fett. So, das ging schnell. Ich konnte da nicht weg. An der Leiche wiederbeleben. Kann man sich das mal merken für so in 70 Jahren, wenn ich mal bedürftig bin? Alter, die verlangsamen mich. Ja, wir sind definitiv noch zu schwach. Aber das ist halt. Ja. Aber ihr hier, ne? Ihr macht wahrscheinlich richtig Schaden. Aber passt mal auf, euch krieg ich klein. Euch kleine Hosenscheißer krieg ich kleine. Ja, Moment. Oh, Heiltrank, also Kugel, Dingen. Oh, wie die mich einkesseln, die sind ja. Ja, guck mal hier. So, und jetzt. Ich fühle mich wieder wohl. Nee, ich nicht. Oh, danke schön. Das war mehr oder weniger hilfreich. So, und ihr könnt mir jetzt aber gar nichts mehr.
glaube ich. Oh, die haben es echt scheiße in sich. Also nicht, dass die Scheiße in sich haben. Boah, ja, geil. Nizion der Schreckliche. Ja, der war auch schrecklich. Und der Name, der da links neben stand, war noch viel schlimmer. Hau ab. Guck mal, weißt du, hier ist überhaupt gar kein Problem. So einzelne Viecher sind irgendwie, ja, hält sich in Grenzen, würde ich behaupten. Schrei doch nicht so. Das Leben ist kein Wunschkonzert. So. Sind wir? Wir sind kein Level gestiegen. Okay. Hose und Gürtel hat es automatisch angezogen. Erholung. Mhm. Zähigkeit. Naja, Zähigkeit ist Schutz, also Rüstung. Ist vielleicht auch doof übersetzt, weiß ich nicht. So, wo ist denn unser Ziel? Da unten. Dab-dab-dubidi-bang. Oh nee, jetzt brennen die auch noch. Oh nein, nicht hier schon wieder. Ah, okay, wir steigen aber gleich noch ein Level. Oder eine Stufe. Weiß nicht, wie man das nennt. Zeremonietisch. Na, die Zeremonie ist spätestens jetzt vorbei. Kannst aber gucken. Ja, ich weiß. Es dauert ganz schön lange. Aber... Oh nein. Okay, einer ist tot. Zwei sind tot. Alle sind tot. Okay. Ja, ich muss die mit dem Schuss einfach nur verlangsamen. Verlangsamen. Die sind aber so penetrant und aufdringlich. Das mag ich nicht. Vielleicht war das nicht die beste Idee. Mein Training zahlt sich aus. Ja, das hoffe ich für dich, Madame. So. Ja, nein. Blockt der das? Der ist unsichtbar. So, habe ich jetzt mal eben hier und so Fähigkeiten. Mhm. Ermordet. So. Krähenfüße. Das ist eine Beleidigung. Okay. Legt eine Falle auf den Boden, die Gegner verlangsamt. Okay. Ist auf 1. Okay. Ja, ist okay. Machen wir das doch mal. Ah, okay, ich verstehe. Und das verbraucht Disziplin. Das heißt, das kommt sich nicht mit dem Hass in die Quere. Das finde ich super. Nee, das finde ich echt gut. Guck mal, die Disziplin ist auch schon wieder voll. Nee, das finde ich super. Find ich Tüfte. Richtig Tüfte. Wie wenn sich heute noch jemand Kanalbeschreibungen durchliest. Oh ja. Oder Videobeschreibungen, wenn man nicht gerade darauf hinweist. Einfach aus Spaß, aus dem Interesse, fürs Spiel, whatever. Oh nee. Okay, wartet. Das wird interessant. Das wird sich zeigen. Guck mal, was die für Stricher sind. Jehe. Kleine Rotzbengel hier. Jo, ich hab euch jetzt erstmal verlangsamt. Verlangsamt. So. Okay, die scheinen sich aber in Grenzen zu halten.
Ich hoffe, wir können später noch ausweichen und so. Also ich weiß, dass das geht. Sorry für den Spoiler, aber... Mein Gott, wir spielen halt auch eine Fernkämpferin. Aua! Ich will keinen Huckepack. Boah, die sind schon irgendwie dezent, ne? Ne, nervig. Nicht alle gefährlichen Dämonen sind groß und imposant. Die Staubkobolde sind kaum größer als Kinder. Doch sie besitzen den Scharfsinn und den Blutdurst weit größerer Kreaturen. Sie suchen Schutz im Schatten und kommen nur dann hervor, wenn sich potenzielle Beute zu nah heranwagt. Dann schlagen sie aus dem Hinterhalt zu und lassen kaum mehr als Knochen zurück. Ja, das mit den Kindern unterschreibe ich, den Rest nicht. Die kamen auch schon, auch wenn ich die nur angesehen habe. Ich weiß, ich habe aus der Ferne angegriffen, aber das ist mein gutes Recht. Wir spielen eine Fernkämpferin. Ich kann mich nur wiederholen. Nee, Chat, hau mal bitte ab. Dankeschön. Ich spiele privat. Dass man den nicht ausschalten kann. Achso, wenn man den Chat ausschalten kann, ne? Schreibt es mir in die... Ja doch, schreibt es mir in die Kommentare. Aber auch wirklich nur, wenn ihr wisst, wie. Nicht einfach nur schreiben, ja, das geht. Das hilft mir leider in den wenigsten... Ja doch, das hilft mir in den wenigsten Fällen weiter. So. Oh, was haben wir denn hier? Brunnen der Reflexion. Erfahrung um 25% erhöht. Bonus des Rumpfreflex. Ja, geh weg. Was steht da eigentlich? Tötet alle Gegner auf der zweiten Ebene. Ach so. Dann sind wir ja hier völlig falsch, ne? Ja, mein Gott. Wir sind am Anfang. Wir sind am Anfang von unserem Ende. Also, ja. Ja. Weißt du, du bist ja ein ganz Schlauer. Hallo, Spiel. Okay, also der Angriff hat es irgendwie in sich. Da würde mich aber mal interessieren... Schnellfeuer. Oh, das kenne ich noch. Das kenne ich noch. Das ist super. Das ist super. Okay, der normale Angriff ist echt ein bisschen mau. Das ist echt ein bisschen mau. Da fände ich es schön, wenn wir relativ zügig... eine neue Waffe bekommen. Aber wie gesagt, ne, wir sind, leg mal hier, Folge 1. Folge 1 der Erweiterung und so, alles ist gut. Ich weiß, ich hätte eigentlich, das fiel mir so im Nachhinein ein, ich hätte eigentlich, als wir kampagnentechnisch, ne, den fünften Akt gespielt haben, was ja auch Inhalt von Reaper of Souls war, hätte ich da eigentlich auch schon hinschreiben sollen. Also sowohl Titel als auch Thumbnail etc. Dass das halt Reaper of Souls ist, ne? Aber es war halt... Ich sag, ja, der normale Kampagnenmodus von Diablo 3. Der halt mittlerweile... Ja, der ist gang und gäbe. Und ich muss auch leider sagen... Das Basisspiel. Ne? Also wirklich nur Diablo 3. Ohne die ganzen DLCs. Es... Mal, wie viele gibt es? Es gibt zwei DLCs, ne? Ja, ja. Reaper of Souls, ne? Mit dem fünften Akt. Ja, und dem Kreuzritter. Oder beziehungsweise der Kreuzritterin. Und dann gibt es ja noch ein etwas kleineres DLC ohne wirkliche Erweiterungen. Die Rückkehr des Totenbeschwörers. Einem Charakter aus Diablo 2, glaube ich. Ich meine, ich bin mir nicht sicher. Diablo 2 werden wir übrigens auch noch spielen. Also für die Retro-Fans da draußen, freut euch. Ich hoffe nur, dass das aufnahmetechnisch und alles und allgemein technisch funktioniert. So, ihr kleinen Kacklappen. Jetzt mache ich euch fertig.
Ha, so schnell kann es gehen. Ich will mich hier eigentlich gar nicht so sehr umsehen, weil wir kennen das alles schon aus dem Kampagnenmodus. Es ist lange her, ich weiß, vor allem hier, ne, das ist hier Caldeum, zweiter Akt. Ist schon, doch, ist schon länger her, auf jeden Fall. Aber trotzdem, für die, die das Spiel kennen, ist das hier pure Langeweile und das kann ich auch nachvollziehen. Aber vielleicht, erfreut sich ja der eine oder andere ja hier dran. Würde mich freuen. Würde mich freuen. La 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 la. La 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 la. Gold. Ja, doch, wir werden stärker. Wir werden stärker. Auf Level 1 waren wir ein ziemlich großes Opfer. Also im Sinne von leichte Beute. Ja, das ändert sich jetzt mit ein paar mehr Fähigkeiten. Kann man diesen Effekt eigentlich stapeln? Also versammelt, ja. Ja doch, versammeln auch, aber verlangsamt der dann doppelt? Ach nur, da ist nichts mehr. Was ist er denn für ein Arschloch hier? Ja, okay, ich muss... Moment, ich muss das hier erst kaputt machen. Ja, unsere Angriffe halten sich in Grenzen. Aber diese Wachtürme sind trotzdem irgendwie neu, ne? Die erinnern... Vielleicht sind die auch im Abenteuermodus nur enthalten, also exklusiv dafür. Kommen dafür im Kampagnenmodus nicht vor. Kann ja sein, kann ja sein. Ich weiß gar nicht, hier in den Ruinen von Caldeum, beziehungsweise von den trostlosen Sanden, hat man ja seinerzeit Soltun-Kult-Kopf gesucht. Oder irgendein anderes Körperteil. Irgendwas war da. Oh, jetzt kommt, jetzt verreckt mal bitte. Nee, jetzt mach mal die Wiege. Dankeschön. Meine Güte. So. Ich wollte mich gar nicht so sehr umsehen. Ich habe nur leider den Drang, mir immer alles anzuschauen. Auch wenn ich es schon 30 Mal kenne. Das ist schlimm. Und es lohnt sich halt auch nicht wirklich, weil hier ist halt nichts. Das ist, ja. Ich meine, die paar Sekunden im Leben habe ich jetzt auch noch Zeit. So ist es nicht, aber... Ja, wir sind ja gleich am Ziel. Beziehungsweise, ja, wir sollen ja dann an der Ebene alle Gegner töten. Das ist, ist auch nur ein zeitlicher Aspekt. Ja doch, der zweite Angriff, der Sekundärangriff ist schon stärker als der Primärangriff. Das ist schon richtig. So, was haben wir denn hier? Hier geht es jetzt in Richtung Ziel. Glaube ich. Ja, ich gehe nochmal zurück. Es tut mir leid, es tut mir leid. Also für Leute, die hier mit ja, vor allem in den ersten Folgen Spannung erwartet haben und, weiß ich nicht, krasse, wie nennt man das noch, Cliffhanger und sowas, ne? Also, oh! Wer sowas erwartet hat, der ist hier leider, sorry, aber der ist falsch. Ich gucke mir alles in Ruhe an. Auch der Abenteuermodus ist für mich eigentlich noch relativ neu. Mit einigem Zögern schreibe ich über die sieben Herrscher der Hölle. Denn sie sind die größten der Dämonen. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um mich herum zu vergiften. Sie werden unterteilt in die geringen Übel. Belial, Asmodan, Duriel und Andariel. Und die großen Übel. Mephisto, Baal und Diablo. Ach, Baal war tatsächlich ein größeres Übel. Mephisto und Baal killt man... Achtung, Spoiler. Soweit ich weiß, im zweiten Teil, also in Diablo 2. Das heißt, den beiden widmen wir uns auch noch. Und in dem DLC Diablo 2 Lord of Destruction, da killt man dann... Nee, da killt man Baal. Ach, keine Ahnung. Ich hab's nie gespielt. Ich kenn's auch nur von
Ja, tatsächlich von Erzählungen von meinem Papa. Der hat nämlich damals gespielt. Mich gab's ja doch gar nicht. Ich war ja noch ein geiler Gedanke im Sack meines Vaters. Die Ruinen, Ebene 2. Oh, ich muss mal eben... Oh, ist es ganz schön warm hier drin. Ich habe das Fenster zugemacht. Da bin ich hier... Bin ich auch selber schuld. Moment, die 2 Sekunden müsst ihr mal eben... Warte mal, so. Die müsst ihr mal eben kurz für mich haben. So, entschuldigt bitte. Tötet alle Gegner auf der 2. Ebene, der Ruin. Tun wir das. Wie groß ist denn das Areal? Warum ist das gerade so eine friedvolle Musik im Hintergrund? Ja, okay, Abstand halten, Abstand halten. Ganz ehrlich, ich freue mich, wenn das aufhört. Weil irgendwie bin ich dann doch einer... Ich weiß nicht, ich habe meine Freude daran, als Fernkämpfer zu spielen. Aber ich bin auch gerne mitten im Getummel. Solange man es aushalten kann. Das ist halt so das Ding. Daran könnte ich mich gewöhnen. Oh ja, und ich erst, denn wir haben Stufe 5 erreicht. Schnellfeuer, das habe ich mir nämlich noch gemerkt. Schnellfeuer, 20 Hass. Was? 20 Hass sofort, dann zusätzlich 6 Hass während des Kanalisierens. Haltet die Stellung und schießt kontinuierlich Pfeile ab. Benötigt Bogen oder Armbrust. Nehmen wir! Und Leute, das sieht richtig geil aus. Jetzt passt mal auf. Ja, hallo, ich will's demonstrieren. Hat was. Finde ich mega nice. Einer der besten Fähigkeiten des Dämonenjägers, finde ich. Ist zwar noch relativ schwach und simpel, aber finde ich total geil. Ich finde die Arkankugel, oder die Arkane-Kugel, vom Zauberer, ohne Rune. Auch mega nice. Guck mal hier. Mega gut. Der Angriff ist mega. Der Angriff ist echt mega. Verbraucht aber auch leider ziemlich viel Hass. Vor allem, ne, 20 ist 20 beim Einsetzen und dann 6 weitere zusätzliche Hasspunkte. Hahaha, Hasspunkte. Da muss ich, Gott sei Dank legt sich unser Hass automatisch wieder auf. Oh, eine prächtige Truhe. Oh, ja, geil. Oh, guck mal. Staubkobolde. Was haben wir denn hier? Alter, die Erholung. Okay. Ja, krass. Nehme ich. Warum hat er das jetzt nicht selber ausgewählt? Ja. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Oh ja. Ja, ich bleib mal hier gerade im Getummel. Nein, besser nicht. Besser nicht. Ich muss mich ein bisschen erholen. Oh, die platzieren überall ihren Scheiß. Jetzt habe ich leider... Ah, okay, Heilkugel. Besser ist. Und jetzt nochmal. Sehr gut. So muss das. So muss das leben. Diese Kugeln hier, da denke ich auch immer, das kann man zerstören. Da ist irgendwas drin. Das ist aber nicht der Fall. Ach ja. Und ihr so? Oh, oh, i. Nicht gut. Gar nicht gut. Zum Glück habe ich Heilkugeln. Okay, weg. Ich weiß ja nicht mal, auf wen ich zielen soll. Okay, irgendwas oder irgendwer ist tot. Ah.
Nee, ich habe keinen Bock zu kuscheln. Ja, komm, kill sie. Kille, kille, kille. Sag mal, treffe ich nicht? Ich habe das Gefühl, ich treffe nicht. Nee, ich will nicht kuscheln. Ganz schön penetrant, ne? Ja, guck dir das an. Boah. Ne, vergiss es. Die Erholung, die ich dadurch kriege, das ist ja der Selbstmord. Ach ja, wir sollen ja alle Gegner killen, ne? Ja. Gut, Sackgasse. Eine Sackasse. Keine Sackgasse, eine Sackasse. Tote Abenteurer. Dass er da überhaupt noch liegt. Dass die Spinnen den nicht fressen. Oh! Sehen die mich? Die sehen mich. Das finde ich leider nicht so interessant. Also nicht mehr. Oha, was war das denn? Das war nicht ich. Also nicht bewusst. Das war so eine Schockwelle, ne? So eine Druckwelle. Voll gut. Habe ich aber nicht ausgelöst. Das war, ich glaube, das kommt von diesen Tränken, ne? Von diesen goldenen Tränken. Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Da ist ein Heilbrunnen. Habe ich auch nie geguckt. Ich habe nie Indiana Jones geguckt. Ich weiß, Schande über mich. Aber ich habe auch nie Herr der Ringe oder Star Trek geguckt. Ich weiß, ich bin ein Untier. Ich weiß. Ich weiß, es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, es ist halt nah. Ach nee, warte, das gilt als Übergang. Ha, sei da zu fett? Selber schuld. Hä, hey, hab ich den nicht gerade erst aktiviert? Hä, hey, Brunnen der Reflexion? Hä, hey, aber... So, was ist denn jetzt Sache? Hier ist noch ein Stückchen, da wird aber nichts sein. Also, gehe ich mal von aus. Oh, ein Schatzgoblin! Hi! Hier bleiben, Freundchen! Blutsplitter. Ja, Kollege. Denkst du? Ich habe leider keinen Imba-Angriff. Ach ne, Blutdieb. Ja, Moment. Hab ihn. Einige verschlagene kleine Goblins haben unsere Händler überfallen. Verfolgt man sie, so öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Kichern, das höchst ärgerlich macht. Das Landvolk glaubt, dass diese Goblins einem höheren Dämon dienen, der unter dem Namen Gier bekannt ist, und dass ihre Portale in sein Reich führen. Hm. Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung. Nein, das stimmt. Man kann wirklich in die Portale dieser Schatzgoblins. Stechen in die Runde? Oh. Belial, der Herr der Lügen. Belial, Herr der Lügen, ist der am schwersten zu fassende unter den sieben Übeln, sowie ein Meister der Täuschung. Man sagt, dass er es war, der Asmodan zu einer Revolte gegen die großen Übel anstiftete. Damit begann der Bürgerkrieg der brennenden Höllen, der mit dem dunklen Exil der großen Übel in unserer Welt der Sterblichen endete. Oh, ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht unterbrochen. Klang aber nicht so. Gut, das hätten wir. Freut mir. Kopfgeld tötet... Bitte was? K... K...
Kahul die Schlange. Die Oase von Dalgur. Ah, oh, die mochte ich. Die Oase von Dalgur mochte ich. Einer der hübschesten Orte in Diablo 3.